Hey Tennus, in diesem Video werden wir uns ganz der gerade frisch rausgekommenen Guantao widmen. Dazu werde ich euch einmal mein Bild zeigen und natürlich, was ihr für Schaden damit anrichten könnt. Aber als allererstes gehen wir einmal auf die Standard-Stats hier ein. So, da habt ihr dann einmal eine Angriffsgeschwindigkeit von 1, ganz normal. Kombo-Dauer ist 6 Sekunden und dann geht schon los mit der Crit-Chance von 32%, Crit-Multiplikator 2,4. Die Reichweite auch schon sehr gut mit 3. Der Schmetterangriff von 1152, gut, so schwierig aber nicht, trotzdem hier zu erwähnen. Der Schmetterradius von 7 und dann noch eine Statuschance von 20%. Und dann auch hier ein bisschen mehr auf Schnitt natürlich, 268,8. Aber ein bisschen Einschlag und Durchschlag haben wir auch mit drin. Und hier auch nochmal zu sehen, das einzigste Manko an der Waffe, eine Rivendisposition von 1. Daher, ihr seht, ich habe zwar eine Riven, werde aber nicht mit einer Riven spielen. Weil die Werte, zeige ich euch jetzt nochmal, die sind hier wirklich minimal, mal eben im Vergleich. Kann ich euch noch mal vielleicht zeigen, damit ihr mal den Unterschied seht. Hier seht ihr die Guantao Prime jetzt eine Disposition von 1, dann die Werte nur noch eine Reichweite von 0,9 und hier auch Schnitt von 54,7. Ich nehme mal eben ganz schnell die normale und alleine dazu seht ihr, wie sich das verändert, weil die hat nämlich hier die Guantao eine Riven Disposition von 3. Schaut mal hier, die Werte sind natürlich dann bedeutend höher. Dann Schnitt bei 109,5 und Reichweite 1,8. Aber das nochmal nur kurz, damit ihr mal so ein bisschen seht, wie die Werte dann einfach variieren. Ja, und hier kommen wir dann direkt einmal zu meinem Bild. Als Haltungsmod schimmender Hauch, schnelle Drehangriffe und betäubende Schläge. Und dann geht es hier los mit Zustandsüberladung, 120% Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner. Dazu natürlich dann nochmal schön nässende Wunden mit rein, plus 40% Statuschance per Kombo-Multiplikator. Heißt, wir ziehen unsere Statuschance direkt die ganze Zeit hoch. Blutrausch, plus 60% Crit-Chance stapelbar mit Kombo-Multiplikator. Wir arbeiten natürlich hier schön mit den Multiplikatoren. Opfener Stahl plus 275% Crit-Chance mal 2 für schwere Angriffe, hier aber relativ egal. Opfernde Bedrängnis 112,5 Nahkampfschaden. Ihr seht alleine die im Zusammenspiel natürlich, damit die sich noch mal ein bisschen pushen. Fieberschlag mit drinne plus 90% Gift. Nordwind mit drinne plus 60% plus 90% Kälte, sorry. Damit wir natürlich dann hier auf den Viralschaden kommen, wenn ihr hier Prime Mods natürlich noch habt, Prime Fieberschlag oder Nordwind, wo Nordwind gibt es glaube ich gar nicht im Moment, aber zumindest Prime Fieberschlag, natürlich die dann noch reinpacken, um noch höher zu kommen. Hier dann Viralschaden von 1177,2 und zu guter Letzt nochmal Prime Reichweite, um einfach noch mehr Gegner treffen zu können. Und dann noch nicht zu vergessen, damit wir dann alles noch mal optimieren, hier die Aura noch mal stehender Ansturm, Nahkampfschaden wird um 60% erhöht und unsere beiden Arkan Helme, Arkana Furie, hier noch bei mir auf Rang 3 bei Crit Treffer, eine 40%ige Chance auf 120% Nahkampfschaden bei Nahkampfwaffen für 12 Sekunden, würde hier sogar noch höher gehen. Bei Rang 5, da hätten wir dann bei Crit-Treffer eine 60%ige Chance auf 180% Nahkampfschaden bei Nahkampfwaffen für 18 Sekunden. Aber auf Rang 3 auch schon sehr gut. Und das zweite dann Arcana Hieb. Hier auf Rang 5 bei Treffern eine 15%ige Chance auf plus 60% Angriffsgeschwindigkeit bei Nahkampfwaffen für 18 Sekunden. So sparen wir uns natürlich dann in unserem Waffenbild vor allem Raserei oder Berserker und können hier nochmal schön mehr auf Schaden gehen. Und wie das Ganze in Aktion aussehen wird, werde ich euch dann einmal zeigen. Gegnerlevel sind 160, machen wir mal. Ich kann sogar höher gehen. Perfekt. Korrumpierte Eximus-Gegner. Die stärksten Gegner hier von allen.
wo wir das ausprobieren. KI pausieren. Und dann lassen wir die Waffen hier einmal rodeln. Ihr seht schon, beide Helme direkt aktiv. Dieser Multiplikator geht hier schön hoch. Und die ersten Gegner werden von mir so zerschmettert. Und wir sind noch nicht mal bei mal 12. Und ihr seht alleine schon, was hier schon schön anfängt zu leuchten. So, jetzt sind wir bei mal 12. Und jetzt körpert hier fast nur noch rot. Wir brauchen gar nicht so viel angreifen, wie ihr seht. Ich könnte natürlich auch die Proxy einfach durchlaufen lassen. Und die Gegner werden auch nach und nach da dran kaputt gehen. Zumindest wenn wir dann einmal einen richtigen Pog reinmachen. Aber ihr seht schon, alleine einfach ein totales Beef durch die Flip-Pox hier, die Viral-Pox, also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit weiter angreifen würde, das ist natürlich schon echt brutal. Deswegen auch die Riffen-Disposition von 1, weil hier brauchen wir echt keine Riffen, also die Waffe, ihr seht selber, die macht schon unheimlich viel Schaden. Hier seht ihr mal richtig, wie die Pox hier reinscheppern, wie viel es denen dann noch im Endeffekt abzieht. Nochmal ganz schön zu sehen, und das war's. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die Waffe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir gerne Feedback da, vielleicht auch hier und da mal ein Abo und ein Like, würde mich auch sehr freuen, und seid auch gerne bei meinem nächsten Video mit dabei.